Bounty und herzlich willkommen zu Season 3 mit den drei Bekloppten aus dem Bounty-Team. Hallöchen. Es geht weiter, wir suchen uns einen geeigneten Bauplatz für diese Season und wir befinden uns momentan im Fichtenwald. So, lass uns weiterziehen. Ja, wir so einen dichten Wald, ne? Ja. Im dichten, fickigen Fichten. Komm her, du Sau, komm her. Schon ist er tot. So. Machte ich den Tristan kalt. Jetzt kommt's. Was im dichten Wald? Im dichten Fichtenwald. Machte ich den Tristan kalt. Du pass bloß auf, ne? Den ruckzuck hätte dein Kiefer tiefer, ne? Noch so ein Satz Zahnersatz. Noch so ein Spruch Kieferbruch. Noch so ein Witz. Gesichtsaufschlitz. Genau. Oh mein Gott. Der war schlecht. Ja, ja, der war richtig schlecht. Der kommt nicht von mir, ja. Oh, hier, brennt's. Was, wo brennt's? Ich kann wieder was sehen. Solltest du wieder mal duschen gehen, wenn es brennt. Brennt's. Willst du hier bauen? Auf der Wiese? Weiß ich nicht. Kühe? Aber das hier... Dann solltest du nicht alles töten, weil das könnten wir denn nutzen. Lol. Ah, die Tiere? Ja. Ja, um zu vermehren. Aber ich weiß nicht, hier finde ich es noch nicht so geil. Es sieht nicht so... so einladend aus. Kommt ihr darauf an, was wir bauen? Ob wir eher sowas bauen, mittelalterlich oder eher sowas... Bunker. Alter, für einen Cobblestone-Bunker, der abgerissen wird von den Teammitgliedern. Nein, unter der Erde. Ja klar, Alter, willst du hier Dritter Weltkrieg machen, nur weil das dritte Season heißt, ja? Denn finden uns die... Alter, guck dir doch vorne den Berg mal an! Ja? Da irgendwie in die Richtung. Und kurz vorm Berg ist die World Border. Wow, pinke Blümchen! Nein, die kann ich nicht mitnehmen. Ja, kannst du nicht mitnehmen. Ah, Mann! LOL! Ich bin in ein Loch gefallen! Ja, viel Spaß. Warte. Oh. Guck, wie er Mühe hat, hochzukommen. Das war die Geburt von Bounty, Alter. Durch ein feuchtes Loch bin ich rausgekommen, ja. Aber willst du auf dem Berg? Auf dem Berg ist aber nicht. Nein, irgendwo vielleicht an dem Berg dran irgendwie eine Hütte rausbauen. Oder vielleicht hier. Ja, hier auf der Ebene irgendwie. Da, hier, oder? Ja, hier sieht's doch geil aus. Und auf der anderen Seite, wie sieht's da aus? Ja... Mal ein bisschen also was ich geil fand ist also was ich geil fände ist ja hier. Ja, also da hinten ist wieder scheiße irgendwie. Aber so hier auf dem Plateau hier oben. Auf jeden Fall, guck mal her, du Hase. Oder ja, wo ist Sam hin? Option. Ich bin hier hinten. Grafikeinstellung. Wieso sehe ich euch denn so schlecht? Wie viele Chunks habe ich denn eigentlich? Alter, 12 Chunks, willst du mich verarschen? Mach ich mal auf 20. Also ich habe 32 Chancen und sehe euch trotzdem nicht rumlaufen. Also ich bin hier, näher beim Berg, wo da die Kohle an der Wand ist. Bei dem See, bei dem einen Fichtenbaum. Ja, da, ich sehe Pecker. Ach da, guck mal hier. Hier. Hört ihr mich noch? Nein. Ihr seid so eine Huren, ey. Hättet jetzt keine Antwort gegeben, hätte ich's geglaubt. Hier, guck mal, komm mal mit. Hier so. Hier da vorne beim Berg da was reinbauen. Warte doch. Was reinstecken im Berg. Ja, so richtig tief ins feuchte Höhlenloch, weißt du? Ja. Ist doch ekelhaft. Ja, wir müssen halt erstmal markieren, von wo bis wo wer markiert und dann trusten wir uns auf unser Gebiet. Zugeguckt. Wo bist du hin? Da, guck mal zum Fichtenbaum. Ah, ja, hier. Ja. Hier da vorne bei dem Berg, da irgendwie rein. Hier, wieso wo noch Wiese ist. Rein? Wieso nicht einfach irgendwo drauf? Ja, oder hier drauf, weißt du, hier das kleine Hügelchen weg, hier ja, so ein bisschen. Da vorne ist doch viel schöner, da so gerade an der Klippe, also da, wo so ein bisschen flacher ist. Da vorne? Wir können uns ja ein 5000 Blöcke mal drei, weil wir drei Leute sind, claimen. Und dann geben wir uns allen drei auf allen Bauplätzen Bauerlaubnis. Da muss ich erstmal mein altes löschen, dann kann ich... Wieso, ich habe noch eins vorig. Wir können auch beide nebeneinander, dann haben wir dreimal 10.000 Blöcke. Ja, wir brauchen theoretisch jetzt auch bloß eins machen und kaufen uns einfach Blöcke dazu. Oder wir machen uns eins und wenn es nicht mehr reicht, opfert einer ein Grundstück. Tristan hat ja zwei.
Und ich weiß, dass er nur in der Season hier spielen wird. Ne? Also ich finde das hier auch schon ganz schön. Ja. Jo, sieht doch toll aus. Dann einfach, was sollen wir für uns beanspruchen hier? Ich würde sagen, hier das ganze Plateau in also so ein bisschen hier. So um den See rum erstmal. Hier so um den See rum. Okay. See rum, ne? Oh, also soll ich claimen, oder? Ja, claim mal du. Jetzt fragt sich, wie geht das schon wieder? Du, geh jetzt aufs Buch und dann auf die Goldschaufel. Und dann kriegst du die Goldschaufel. Genau. Und jetzt liegen hier zwei Goldschaufeln, weil ihr keinen Platz habt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Problem. Ne? Jetzt muss ich da schmeiß mir was zu, Tristan, ich hab noch Platz. Schmeiß. Warte, ich geb's dir zurück. Okay. Sehr schön, ne? Ja. Die Goldschaufel. Und jetzt mach doch mal hier die Ecke. Hier etwa. Da, wo du draufstehst? Ja, genau. Gleich mal die Ecke. Und dann geh mal gegenüber bis zum Berg ran. Ich glaube, das reicht erstmal, um sich hier auszubreiten. Ich denke mal, bis irgendwie da hinten hin. Sagen wir jetzt mal, nimmst du da den wo bist du jetzt? Einen Steinblock oder bis so. Ah, bis da hinten. Kann man ja so viel? Du kannst so viel, ja. Du kannst ja 5000 Blöcke. Versuch also mal. Dann... Ja, Ecke irgendwie da bei Blümchen. Wenn... Ja, oder die Ecke hier. Hat keinen Besitzer, hat keinen Besitzer. Dieser Block hat keinen Besitzer. Wie kann ich die Blöcke wieder wegmachen? Geh mal näher ran, mach mal hier, ja. Ja, Moment, ich muss auf die andere Seite nochmal. Wie kann man das wieder wegmachen, Simon, weißt du das? Du gehst in dein Grundstück rein, hier, wo du jetzt das gemacht hast, hier. Ja. Und dann gehst du im Tamunia-Gui auf die Feuerkugel. Neben Aha, dem, super. Neben der Anleitung. Ja, mach deinen Speck, überlappt ein. Ja, ne? Genau deswegen. Ich habe mich gerade hier rumgespielt. Hast du gerade weggemacht? Ja, ist jetzt weg. Gut, gehört keinem Besitzer. Jawohl. Gehört der Red Dragon. Ja, jetzt sehen wir auch. Markiert am besten erstmal die ganzen Eckblöcke. Ich mach das mal mit Diorit. Ah, du musst mich erst noch trusten. /trust Stickalkani. Wie hast du jetzt gesehen, dass das zu Red Dragon gehört? Mit einem Stock. Den Stock bekommst du ja auch. Du bekommst ja nicht nur eine Schaufel, sondern auch noch so einen Stock. Ah. Mit dem kannst du Rechtsklick auf den Boden machen und dann siehst du, welches Grundstück wem gehört. Ah, ach, juhu, mit Stock machen. Ich bin getrustet. Dankeschön. Mach ich hier mal eine Ecke. Cool. Ja, ne? Das ist sehr cool gemacht. Das gefällt mir. Daumen hoch, Alter. Auf jeden Fall, wenn euch die Season gefällt, auf jeden Fall auch einen Daumen da lassen. Genau. Ihr könnt auch zwei Daumen da lassen. Oder am besten gerade die ganze Hand. Genau. Mhm. Ja, das sind zwei Daumen, Alter. Zwei Daumen oder am besten die ganze Hand. Hast du 10 Daumen an deiner Hand. Ist ja ekelhaft, Alter. Ich lache im Sonder mal alleine darüber. Ja, ist vielleicht besser, ne? Ich lache nicht mit. Oh. Oh, 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 die Sonne geht unter. Freunde. Ja. Ja, man munkelt, es dunkelt, ne? Alter. Ja. Abends ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Was nochmal? Abends ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Zunehmender. Ja, genau. Alter. Jo, ne? Nachts ist auch viel kälter als draußen. Was? Über dem Berg ist noch kürzer als zu Fuß. Ja, das ist wohl so, ne? Ich bin gerade unten am Berg. Delfine sind schwule Haie. Alter. Das ist mir jetzt neu. Das ist mir jetzt auch ziemlich neu. Genau. Ich komme hier nicht mehr hoch. Mal gucken. Ja, aber der Mond scheint auch heller als am Himmel, ne? Nimm mal an. Ich komme nicht mehr hoch. Warte, nimm mal an. Ja. TPA Accept. Also TP Accept zusammen mit zwei C. Ja, es wird vorgeschlagen, was ich schreiben muss, ja. Gut. Dankeschön. Schon blöd, hä? Du kriegst keinen mehr hoch. Scheiße eigentlich. Ich glaube, wir graben uns erstmal in die kleine Hütte hier. Ich setze hier mal ein paar Setzlinge hin, hier die.
Du darfst aber nicht selber farmen. Mach ich ja nicht. Die Bäume sollen hier wachsen. Und wenn die hässlich aussehen, kann man hier immer noch mal kurz abbauen. Oh. Ja, der gefällt mir nicht. Das ist irgendwie, was auch nicht, irgendwie, das ist irgendwie zu grün, ne? Also, der muss weg. Der hat eine ganz falsche Form, der Baum. Ja. Der passt hier gar nicht in die Umgebung. Nee, also habe ich mir jetzt irgendwie anderes vorgestellt. Vor allem ein bisschen so, ein Block mehr nach links. So. Genau. Bisschen weiter links und auf einmal ging's. Machen wir schon mal irgendwo so ein Ackerfeld. Ich mache mir hier auf dem Kies, weil wir das ja eh nicht nutzen können. Als Ackerfeld mache ich hier schon mal so ein bisschen Workbenches und mal. Könnt ihr die jetzt nutzen, obwohl ich die nicht getrustet habe? Workbench, ja. Aber den Ofen nicht. Den Ofen musst du freigeben. Gut, dann mache ich das mal hier. Aber frei dann für alle oder wie? Und dann mache ich das mal hier auch mal so. Freunde. Ich habe noch eine wichtige Info für euch Zuschauer, und zwar nehmen wir immer im Voraus eine gewisse Menge auf, also könnte es sein, dass wir auf Kommentare erst in späteren Folgen erst antworten werden oder das umsetzen werden, was auch immer. Hast du Hungerpegger? Einfach damit ihr das, damit ihr da Bescheid wisst, ne? Nichts mehr zu essen? Nö. Da hier, guck. Ich hab doch keinen Platz. Ich mache uns mal schon mal ein bisschen was zu fressen hier. Und hat jemand noch Holz überwiegend? Ein bisschen habe ich noch, ja. Ja, mal eine Kiste. Gib mal her. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Nimm mal das. Ach ja, und wir haben jetzt frohe Ostern. Es ist Mitternacht übrigens. Ha, herzlichen Glückwunsch. Ja, GZ, Alter. Jo, alles Gute, ne? Auf jeden Fall. So, erstmal das ganze Gerümpel irgendwie hier rein. Schön, dass man hier wieder in der Season einfach mal durch die Workbench ziehen kann. Ach, hier ist das Grundstück zu Ende, deswegen. Das nehme ich wieder mit. Achso, Truhen musst du übrigens auch entsichern. Nee, muss man nicht. / Unlock und drauf. Ich mache uns mal hier die kleine, die habe ich übrigens schon geunlockt. Mache ich uns mal so eine Essenstruhe. Mach mal frei, Tristan. Also nicht dich, sondern die Truhe. Oh, mach dich frei. Sehr gut. Hab ich doch gerade. Sehr gut. Ich habe es jetzt aber nur für dich und für Pegga freigegeben. Müsste eigentlich jetzt. Ach so, / ach so. Ich habe einfach noch die Namen dazu geschrieben. / Unlock the Red Dragon. Aber es kann sein. Warte mal. Wenn du jetzt nur so Red Dragon machst. Guck, kann ich auch reingucken. Das Unlock, das funktioniert irgendwie nicht. Also es kann trotzdem jeder reingucken, wenn du. Sobald du Unlock machst mit einem Namen hinter, das macht keinen Unterschied. Nee. Doch. Nee. Ja, toll. Wie machen wir denn das? Wir sichern einfach die Türe zum Grundstück. Wir sagen den Raum an sich, wo die Truhen drin sind, nachher. Genau. Die Tür rein und dann ist gut. Und die Tür können wir aber entsichern für Leute, das geht mit Namen. Warte. Ja, aber ich glaube, die können wir ja benutzen, weil wir auf dem Grundstück sind, oder nicht? Bau doch mal schnell eine Tür aus Holz und dann gucken wir mal nach. Guck nochmal da rein. Geht da noch? Nee, geht nicht mehr. Jetzt nicht, okay. Jetzt brauchen wir das nochmal. Und das nochmal weg und das nochmal so. Und jetzt? Ja. Okay. Okay, Pegga, komm du mal. Warte, sofort. Nicht schneller. Ich bin mal da. Was denn? Ja, scheiße. Okay, doch, er hat recht. Hm, das jetzt. Könnt ihr die Tür öffnen? Guck mal nach. Nee. Nein. Ja, toll. Ist ja geil. Dann machen wir einfach für jeden eine Tür dahin. Ach so, ist so eine. Ja, genau. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ist eine gute Idee. Ja. Oh, war nicht meine Tür. 2 Stunden später. Oh, war nicht meine Tür. Oh, jetzt. Genau. Ups, ich hab sie abgebaut. Also, Nahrung ist ja schon mal jetzt schon ein bisschen in der Truhe.
In der kleinen habe ich die Nahrung mal reingemacht. Da kommt jetzt auch noch mal ein bisschen Hähnchen mit rein. Alter, Pekka, bist du wahnsinnig geworden? Such dir eine aus. Ja, welche ist jetzt meine, Alter? Scheißegal. Ich wäre bekloppt, Alter. Du kannst doch nicht das Holz für so einen Scheiß benutzen. Hab ich nicht. Die habe ich alle gefunden. dann hauen wir die in den Ofen, ne? Verbrennen die Scheiße. Ja, natürlich. Ja, echt mal, Alter. Eine reicht da. Wir haben ja alle Zugriff auf die. Alter, Pekka, ganz ehrlich, du machst mich kirre hier. So ein Affe, ganz ehrlich. Wie geht denn das? Was? Kann ich nicht verbrennen. Doch, musst du das Brennstoff reinlegen. Ja, und was mache ich drüber? Ach so, drüber kommt dann irgendwie so ein Fleisch. Ich verstehe, okay. Noch anlocken, Pekka. Sehr gut. Wow, wir haben die ganzen Samen hier. Ich hab die gemacht. Aha. So. Tristan ist halt. Du hast hier also besamt. Tristan ist der beste. Ich hab alles besamt momentan. Tristan ist der beste Besamer. Hinter euch. Auf der Fresse, du Kleiner. Hast du noch mehr Samen oder. Mehr ja. Samen? Mehr Samen? Nee, du Sesam. Ja, Sesam. Oh mein Gott. Ich kann nämlich noch so ein bisschen machen, also. Oh, er kann es dir so ein bisschen machen, Alter. Alter, wenn du schon Hühnchen reitest, dann richtig, du hässliches Stück Scheiße. Und du gehst genau mit drauf. So, fertig hier. Alter, wir hatten bitte schon eine Quarzsäule. Wir waren noch nicht mal im Nether. Aha, Tristan? War das auch in deinem Inventar? Fällt das auf? Das fällt übelst auf. Vor allem eine Säule. Ja. So eine einzelne. Wo du ja ziemlich lange brauchst, ne, für. Wir bräuchten gleich mal wieder Holz. Ich mache als erstes mal hier erstmal einen Homepoint, Alter. Ja. Warte, wir brauchen. Wir, mal das und dann mal hier rein. So, und dieses und jenes. Nein! Machen wir in der Mitte machen wir da das und machen wir das links und rechts noch das Ruhe. Dann können wir da braten, was wir Bock haben. Richtig. So, ach so? Ja, gute Idee. Freunde, die Sonne geht auf. Nein. Los, Kühe melken. Warte. Oh, das wollte ich nicht. Alter, Tristan, du Cheater. Nun kack ihn mal nicht an hier, ja? Halt du dein Maul, nur weil du nicht auf Kacke stehst. Und du brennst schon Stein? Ja. Ich will eine Mauer bauen. Du willst eine Burgmauer? Ja, oder einen Zaun oder mal gucken. Guck mal, ja, wie ich das fertig gemacht hab hier. Was ist denn das braun, kackbraunes Bett? Obwohl, ich kann ja auch einen Zaun ringsrum ziehen und das Gelände. Für einen Zaun brauche ich bloß Cobblestone. Das ist ja nur, die Betten sind ja nur da, damit man, wenn man stirbt, dass man gleich hier wieder kommt, ne? Ja, ich komme gleich wieder hier. Es reicht, wenn man erscheint. Ja, gleich kommen muss er nicht, aber. Schön, dass du es allen mitteilst. Ja. Oh, ich komm gerne, ne? So, Alter, ganz ehrlich, der Baum da, der gefällt mir überhaupt nicht. Das ist, Ja, nee. Versperrt die Aussicht, nee. Oder? Ja, total. Vor allem, wenn da dann später eine Mauer hinkommt, die ist ziemlich dick. Die kommt auch genau dahin. Weil, ne? Juhu, wir haben Holz gefarmt. Nee, wir sollten so schon ein bisschen ein Vorbild sein für die User. Sonst denken die User, die das sehen, dass man da Holz abbaut. Ja, man darf nicht. Ja, darf man nicht. Man kann, aber man darf nicht. So. Aber du brauchst schon mal was gegen Viecher, finde ich schön. Ja, ich gebe mir Mühe. Alter, die Minecraft-Mucke. Bing, blip, bling, bling, bling. Habt ihr jemand von euch noch Knochen oder Knochenmehl oder habt ihr das schon verballert?
Nein, ich habe nicht. Schon verballert. Ich bin mir gerade am Überlegen, was ich denn als nächstes bauen soll eigentlich. Oder craften oder.